Hallo ihr Lieben da draußen, heute möchte ich euch mal meine neuen Obstkisten vorstellen. Ich war eine ganze Weile auf der Suche nach solchen Obstkisten in verschiedenen Varianten, weil ich daraus vorhabe, was Schönes zu basteln. Weiß ich nicht, ob ich schon verrate, aber diese Kisten sind gar nicht so einfach zu finden. Ich habe jetzt eine Firma aufgetan, www.winterior.de, die solche Kisten eben im Angebot haben. Da könnt ihr gerne mal stöbern und vor allem euch die schicken lassen. Ihr müsst nirgendwo hinfahren, um euch die Kisten zu holen. Die schicken die eben ins Haus. Ich habe euch jetzt hier mal die Seite von Winterior aufgemacht, damit ihr mal sehen könnt, was sie so alles im Angebot haben. Das ist jetzt aber nicht nur eine Online-Firma. Ihr könnt natürlich auch zu denen ins Geschäft gehen. Das ist in Berlin-Kreuzberg. Wenn ihr auf der Seite seid, dann findet ihr natürlich auch die Adressen. Das wollte ich jetzt hier nicht unbedingt zeigen. Aber eben mal so einen kleinen Ausschnitt aus dem Angebot, was die so alles haben. Die haben jetzt nicht nur diese weiße Birnenkiste, die sich Helene nennt, sondern die haben eben auch die ganz normalen Obstkisten in allen möglichen verschiedenen Varianten. Ihr könnt die auch schon auf Rädern haben. Dann braucht ihr eben nicht mehr so dolle dran rumbasteln. Ihr könnt euch die Kiste irgendwo hinstellen, vollballern und dann ist schon fertig. Oder ihr kauft euch eben die Kisten selber und gestaltet euch eure Möbel nach euren Gedanken, Ideen, was ihr so habt. Und da gibt es so viele verschiedene Varianten. Und wie gesagt, die schicken das alles zu oder ihr holt es euch in Kreuzberg ab. Ich war so begeistert, dass man da so viele verschiedene Sachen bekommen kann und habe mir eben diese Birnenkiste hier in Weiß ausgesucht, weil, na gut, ich verrate es, ich möchte Hundebettchen daraus machen und das im Chevy-Look. Also die nächsten Videos werden bestimmt interessant, da zeige ich euch, wie man daraus dann eben Hundebettchen gestaltet. Und ich habe da noch ein bisschen mehr Material dazu, damit die nicht eben nur so als Birnenkiste eben später zu erkennen sind, sondern ein bisschen, was soll da schon noch dran gestaltet werden. Also ihr habt hier die Auswahl an naturbelassenen Kisten, ihr könnt geflammte Kisten bekommen, ihr könnt auch schon so Regale bekommen, ihr könnt auch so Holztruhen oder eben auch Munitionskisten bekommen. Die haben auch Weinkisten in verschiedenen Variationen oder eben auch so eine normale Holztruhe. Wer sowas jetzt sucht, die kann man auch toll mit Farbe gestalten und auf Vintage herrichten oder Chevy Look. Also und gerade diese Militärkisten, die reizen mich ja auch, die sind so toll, davon möchte ich auch noch eine haben. Das wird dann mein nächstes Projekt, denke ich mal. Aber diese Kisten, ich habe immer wieder gehört, dass viele solche Kisten suchen und hier ist halt so ein Shop, da könnt ihr mal stöbern. Also schaut da mal rein, www.winterior.de. Stöbert einfach mal ein bisschen und lasst euch inspirieren, die haben auch fertige Möbel da. Viel Spaß damit, wir sehen uns.